Hallo und herzlich willkommen zum 9. Part. Oh, ich weiß nicht, welchen Part. Ich lade die zwar immer an den Tag, wo die online kommen, hoch, aber ich vergesse trotzdem immer, welche Zahl das ist. Das ist unorganisiert. Total. Ich glaube, das ist nicht der 9. Part. Ja, ich meine auch, aber der ist ja egal. Willkommen zu einem neuen Part auf dem Krustenserver. Schön mit dem Shader. Es ist Nacht. Hier ist eigentlich immer Nacht. Hier ist entweder ist es Nacht oder es regnet. Ja, genau. Ihr vielleicht ein bisschen erkennen könnt, habe ich, so, jetzt haben wir auch einen richtigen Knopf gefunden, habe ich gerade das, haben wir das Haus ein bisschen umgeändert, haben statt den Eichenholz das alles jetzt durch Fichte ersetzt. Genau. Der Boden hier ist, glaube ich, Schwarzeiche, ne, kann das sein? Ja. Ja. Ein schöner als das andere. Ja, also Boden ist das in Ordnung, die Decke, weiß ich noch nicht, ob wir die aus Eiche machen. Aber ich denke mal, das bleibt. Oder wir machen das aus Quarz. Nee, oder Katze? Nee, machen wir nicht. Wir lassen das so. Weil, ich will jetzt in der Folge die Treppe für da oben hinbauen. Denn da oben kommt unser Schlafzimmer rein. Und vielleicht ein kleines Bad. Kommt drauf an, wie viel Platz wir da noch haben. Dafür muss ich aber erstmal ganz kurz nochmal in den Wald. Geil. Und hier habe ich auch nicht weiter rangebaut. Das sieht also genauso aus wie gestern hier noch. Außer, dass hier die Sachen gewachsen sind. Schön. Ne? Fehlt aber immer noch ein bisschen was. Und dann werde ich erstmal noch ein bisschen Holz sammeln, damit ich die Stämme machen kann. Ja, und ich sammle gerade schon Tiere, die wir sind. Wir sammeln noch mal ein paar Bäume ein. Wir haben Essensmangel, deswegen sammle ich jetzt Tiere. Ja, denn wir haben wirklich fast gar nichts mehr zu essen. So, hier nochmal ein Baum, hier nochmal ein Baum, hier nochmal ein Baum. Und hier ein Baum. Denise hat gesagt, hier irgendwo in der Nähe hat jemand ein Gefängnis gebaut. Das können wir uns vielleicht auch noch angucken, wenn wir noch Zeit dann haben. Nee, das ist schon weiter weg, ne? Alles klar, dann machen wir das nicht. Dann machen wir das vielleicht in der morgigen Folge oder wann auch immer. Wir schauen uns das auf jeden Fall mal an. Wir können auch mal in die anderen Städte gehen. Das könnte ja auch interessant sein, ne? Das ist nicht mal schön. Was? Gefängnis ist nicht fertig. Hat nur 2 Räume, das war's. Oh Gott, wir müssen uns bei 61 Sekunden sind alle Items weg. 7 Stämme. Könnten die ausreichen? Ja. Wir brauchen mehr, weil ich will ja die Treppe aus Fichte machen. Interessant. Yep. Aus Fichte also. Ein bisschen leckt das hier, der Server, aber das liegt daran, da so viele Leute online sind. Und, nee, der Server leckt auch so. Auch ja. Wenige Leute. Doch, also. Na, leckt es nicht so doll. Das ja, ist minimale Lecks. Aber, ich meine, das geht noch klar, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Nee, doch, noch ein paar Sekunden. Aber wenn du so eine Spitzhacke hast wie ich, so eine gute, dann leckt es, merkst du den gar nicht. Weil es einfach so schnell abbaut. Okay. Ja. So, 15 Bretter sollten erstmal, also Holzstämme, sollten erstmal ausreichen. Oh, ich finde, das sieht so schön aus, vor allem mit Shader. Oh, wunderschön. Oh, wunderschön. Dann doch, da oben waren noch Tiere. Der liebe Tobi hat seine Sachen hier gepackt und hat alles liegen gelassen. Oh. Ach, hier haben wir noch ein bisschen. Nee, komm, schluss das da. Ja, komm, machen wir so ein bisschen für Deko, kann man ja was mitnehmen. So, und es regnet gerade wieder volle Kanne draußen. Es war den ganzen Tag ein schönes Wetter. Und jetzt sieht scheiße aus. Ich müsste am besten oben mal reingucken, um da zu wissen, wo ich die Treppe machen will. Ja, guck doch von oben. So, hier könnte man natürlich ein Schlafzimmer reinmachen. Hätten wir auch einen schönen Ausblick. Obwohl wir gar kein. Ich könnte noch Fenster hier reinmachen zusätzlich, damit es halt irgendwie was da ist, ne? Oh, da habe ich mich wohl irgendwas falsch gebaut, aber. Und noch rauskriegen. Ich würde sagen, wenn wir hier machen, dann könnten wir machen, dass wir irgendwie. Hier vielleicht rauskommen. Ich werde erstmal hier einfach einen Stamm reinsetzen. Okay. Das wäre, glaube ich, auch genau die Mitte. Oder? Ja, könnte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, es wäre genau die Mitte. Guck mal, wie ich direkt die Mitte gefunden habe. Nice. So, dann gehen wir wieder hier runter. So. Dann machen wir uns ein paar Bretter. So, das sollte reichen. Oh, jetzt regnet es bei mir. Ja. Richtig geil. In dem Trailer sieht man das, aber da sieht das gar nicht so schlimm aus. Wir gehen einfach rein. Ja, da springen konnte. Wir brauchen noch mal weißen Ton. Ich zieh erstmal die Wände, weil sonst ist das irgendwie doof, wenn diese Treppe ist bis jetzt mitten im Raum. Geil. Und das sieht ein
bisschen bescheuert aus. Du hast nicht zufälligerweise Knochenmehl? Ach, Ich hab selbst. Ja, ist doch schön. Und nochmal ein bisschen hier, ein bisschen so weit weg einfach. Wo bist du denn wieder hingelaufen? Ja, mal ein bisschen so die Welt erkunden. Ich will ja nicht direkt die Tiere von in der Nähe austöten, ne? Warum denn nicht? Ja, weil wir dann keine mehr haben, du Schlaumeier. Ja. So, 32 Blöcke, die sollten erstmal reichen. Oh, ich hab nicht viel Schaffe hier. Alle gehen Töten wieder bam, hoch. Bam, 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 bam. Und gucken mal, boah, so richtig grau hier drin. Geht das auch irgendwie weg, wenn ich die Türe hier so schließen würde? Nee, hier setze ich mich erstmal hin, ne? So? Nee. Es ist genauso am Regnen wie im echten Leben. Regnet gar nicht. Doch, bei mir regnet es. Ich bin verrückt, es regnet nicht. Nee, guck mal raus. Regnet null. Ich sehe nichts, weil wir zu hoch wohnen. Na, die Decke ist ein bisschen falsch gebaut, aber das kann man noch ändern. Dann würde ich sagen, ist hier so eine Eingangshalle. Und dann machen wir hier so einen Raum rein. Das könnte ein Badezimmer oder sowas ähnliches sein, oder? Ey. Ja. Muss ich ein bisschen experimentieren. Also hier wird man reinkommen. Dann experimentiert man. Dann würde ich sagen, es ist ja eigentlich... Ah, warte mal. Ich habe keine Spitzhacke. Das ist natürlich auch gut, ne? Das ist sogar sehr gut. Oder dann wir machen die Treppe natürlich hier hin. Ich würde mal austesten. Beste. Wenn die hier wäre. Kommen wir da überhaupt mit hoch? Ja, kommen wir erstmal zum eine Ersatz. Eine freie Fläche. Oh Gott, ey. Nicht so weit runterfallen, bitte. Der Spummel! Machen wir erstmal das hier weg. Wir müssen mal viele Schafe hier einfach sind. Und so runter. Zack. Das wäre natürlich hier, aber wenn wir hier irgendwie so rauskommen würden, wäre das gar nicht so schlimm. Dafür muss ich nochmal nach unten. So. Einmal die Half-Slabs. Man würde hier so reinkommen, würde ich sagen, wird man hier auch hochgehen können. Aber das wird natürlich jetzt mitten im Fenster sein. Das ist nicht passend. Nice. Das müssen wir jetzt irgendwie so hinkriegen, dass man hinter dem Fenster, also irgendwie perfekt da drüber kommt. Vielleicht, wenn ich hier anfange und dann hier so hochgehe. Geht das? Fast. Das heißt, ich muss eigentlich... Oh, Alter, diese Lechse. Die sind halt hier, ne? Das sind keine Bugs, das sind Features. Ja, das steht da sogar auf dem Server. Was ist, wenn ich sagen würde, hier fangen wir hoch und würden dann hier so hochgehen, machen das hier wieder weg, weil das passt ja dann nicht. Also würde das aber auch nicht gehen, okay. Könnte ich vielleicht ein Dorf finden? Das Fenster ist natürlich blöd im Weg hier. Dann würde ich sagen, machen wir... So. Das müsste aber jetzt gehen, oder? Ja. Also wir haben auf jeden Fall gleich richtig viel Hammelfleisch. Stimmt mich nur Schafe hier. Nur das muss ich sagen, das gefällt mir nicht, wenn es so in das Fenster geht. Da muss ich die Treppe doch woanders hin machen. Vielleicht. Oder das Fenster wegmachen. Nee, das Fenster bleibt da. Sieht ein bisschen bescheuert aus, wenn da kein Fenster ist. Keine Ahnung. Vielleicht machen wir die... Wie viele Schafe sind die bitte? Ich hab schon fast 2 Stacks. Machen wir die hier hin. Einen Moment. Zack. Perfekt. Weil dann ist es egal, dann können wir hier hochgehen. Und dann können wir hier... Was habe ich gebaut? Es tut mir leid. Was hast du jetzt falsch gemacht? Ja, ein bisschen Treppe falsch gesetzt. Nach einem Trappprügel. Okay. Okay. Noch erstmal genug Platz hier oben, das kann man alles wieder wegmachen. So, dann hier. Und dann kommt man wahrscheinlich, wie ich schon sehe, nicht gut hier hoch.
Obwohl, es geht noch. Also es müsste aber eigentlich eins nach rechts. Aber dann haben wir hier diese Wand. Okay, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich müsste nur vielleicht... Es ist vielleicht mega schlecht. Ich weiß schon wie. Ich mach das nochmal. Oh, diese Legs. Ja. Ich baue immer das Falsche dann ab, weil ich dann denke, ich bin schon daran vorbei. Interessant. So, wir essen erstmal einen schönen Schnitzel. So, und dann würde ich sagen, hier hoch. Dann können wir nämlich hier... Oh, ich finde, das sieht aber auch richtig cool aus, Alter. Nachher bin ich woanders in der Stadt, ey. Wenn ich so weit laufe. Gut, perfekt. Dann bin ich einfach sehr gut schön. Okay. Ja. Ich alles zurücklaufe. Und denk dann auf die Zeit, ne? Oh Gott, ey. Was? Denk auf die Zeit. An die Zeit, wenn. Ja, auf die Zeit. Nee, ich kann mich auf die Zeit gucken. Nicht an die Zeit gucken. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier unten einfach auch noch hin, damit es besser aussieht. Hui! Das können wir auch so machen. Nee. Ja, aber so hätten wir natürlich wenig Platz, um hier durchzukommen. Ich habe auch leider... Jetzt, hier unten kann man auf jeden Fall irgendwas Geiles verstecken. Vielleicht können wir jetzt noch mal eine Wand ziehen. Also hier würde irgendwie so ein kleiner... Ich denke mal ein Badezimmer, so kann man hier reinmachen. Das passt eigentlich ziemlich gut im Badezimmer. Dann kommt hier die Küche rein. Ein Wohnzimmer hätten wir dann nicht. Egal. Ja, ist zu klein hier. Ja, oder wir machen es oben hin. Oh Gott, ey. Ja, theoretisch könnte das Wohnzimmer auch hier rein, aber das ist ein bisschen sehr winzig. Ja, mach doch irgendwas anderes kleiner. Aber wir haben oben noch Platz. Das kann sein, wir können oben einen Chillort machen. Dann können wir hier unten, was weiß ich, so keine Ahnung was machen. Ja, Wohnzimmer brauchen wir hier ja wirklich oben nicht. Muss auf jeden Fall die Wand gezogen werden. Jetzt kommt erstmal hier die Frage, wie man das hier natürlich macht. So. Ich mache einfach so, weil ich das finde, das sieht schöner aus, wie wenn es die ganze Zeit immer nur so, oh, Alter, so eckig wirkt. Ich runde immer gerne etwas ab. Das kann ich jetzt hier nicht machen, weil hier müssen ja noch Sachen rein. Und das wäre ein bisschen sehr eng. Komm, nimm es auf. Perfekt. Ich glaube, die Folge wird etwas länger, aber das macht nichts. Ich glaube, längere Folgen sind auch mal chillig. Vielleicht auch nicht. Das weiß man auch nicht, ja. Dann können wir den hier abreißen. Ah ne, der ist ja, sollte ja da bleiben. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, ob ihr davon längere Videos sehen wollt, ey. Aber nicht übertrieben lange, weil sonst dauert das 100 Jahre zum Hochladen und Rendern, wenn wir es an einem Tag aufnehmen. Ich glaube, das hier kommt auch nicht mehr heute. Das kommt nämlich, seht ihr, einen Tag später. Denn wir haben ja schon eins hochgeladen. Ja, ach ne. Was gerade vor 11 Minuten, nee, nicht 11 Minuten, eine Stunde 11 Minuten hochgeladen worden ist. Jetzt sieht das denn aus, wenn ich hier die Wand zumachen würde? Ja, ist so. In der Tat. Ich habe keine Spitzhacke. Ich mache mir jetzt eben eine Holzspitzhacke. Geil! Ja. Stein haben wir ja auch nicht mal, ne? Doch, wir haben Stein, aber ich habe keinen Bock, jetzt hier runterzulaufen. Ich habe keinen Stein. Bauen das eben mit der Holzspitzhacke. Aber niemand antwortet auf meine Frage, wie man Passwort machen kann, ey. Ja. Ist auf jeden Fall geil. Man sieht hier ran, dass ich das ein bisschen falsch gebaut habe. Also hier dieser Rahmen da, der stimmt nicht ganz so. Aber vielleicht kann man das irgendwie muss man das mal ändern können, dass das irgendwie passt. Und die wäre schön, wenn diese Legs auffüllen würde, dann brauchst du nicht 100 Mal diesen Block abbauen. Vor allem auch noch mit dieser Spitzhacke. Also sagen, wenn ich die eine Wand jetzt hier gebaut habe, ist die Folge auch erstmal zu Ende. Und dann kommt morgen wieder eine Folge. Falls ihr schon gemerkt habt, wir laden jetzt nicht mehr zweimal täglich hoch, weil das haben wir ja nur gemacht, Wir haben so viel vorproduziert. Ja. Weil wir so viel. Ja, wir konnten nicht mehr aufhören. Dann haben wir immer weiter aufgenommen und weiter aufgenommen. Ja, wenn wir das jetzt. Dann wären wir jetzt noch dran und dann hättet ihr den ganzen Fortschritt nicht gesehen, weil hier wird halt jeden Tag was gebaut und dann sieht man halt nichts mehr davon, ey. Deswegen haben wir das alles direkt zweimal hochgeladen, damit wir es in 3 Tagen durchschauen.
Geht das von außen? Sieht das was aus? Ja, das kann man lassen. Aber wenn ich das schwarz ausfinden, wäre so geil. Vielleicht. Ja, ich finde aber jetzt eine Fichte wieder hier. Ich bin so ein Bergding, ey. Deswegen meinte ich ja, Stefan spinnt jetzt in der Bergstadt, ey. So, das hier unser Schlafzimmer. Ist sehr eng, passen genau zwei Betten rein. Nebeneinander, sonst müsste das Passer nicht sein, aber reicht ja als so kleine Hütte zum Schlafen. Ja, man schläft ja eh nie hier drauf. Ja. Ist alles nur Deko-Zeug. Nur Deko. Ja. Und hier oben kann man dann ganz geschillt ein Dings machen. Ich würde ganz kurz nochmal rüberlaufen und mir die Zäune holen, die glaube ich noch da in der Kiste liegen. Dann mach ich noch eine Sicherung, dass man da nicht die Treppe runterfallen kann. Oh, hier sind viele Hühner. Wow, da sind doch keine Zäune drin. Geil! Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Weil ich glaube, diese Folge ist jetzt schon so 20 Minuten geschätzt. Quatsch. Glaube ich jetzt nicht. Hier werde ich auch irgendwie noch was ändern. Ich weiß nicht, ob ich diese Wand hier so lassen soll. Mal gucken. Aber die Treppe steht und hier oben kann man schon hochgehen. Dann macht's gut, bis morgen. Simpel. Tschüss. Ciao.